Ja, und damit einen herzlichen, schönen guten Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir sind wieder zurück mit First Drop to Talk, meine Freunde. Ich glaube es nicht. Nach knapp, wie lange ist es schon her? Boah, wann haben wir die letzte Ausgabe gemacht? 11 Monate! Vor 11 Monaten war die letzte Ausgabe von First Drop to Talk Nummer 8. Jetzt sind wir bei der 9. Und ich kann euch versichern, jetzt starten wir wieder durch, denn ich habe einen neuen Gast quasi hier eingeladen zum First Drop to Talk. Es ist kein anderer und kein geringerer als Fabius aller Kameraspezialisten, Videoschneidexperte und Trailer, keine Ahnung, also er kann zaubern. Er kann mit der Linse zaubern, er kann auch mit seinem Apple zaubern und natürlich mit seiner linken Hand auf der Tastatur und Maus schön herumklicken, damit schöne Produkte entstehen. Herzlich willkommen, Amusement View! Guten Abend, guten was auch immer. Hallo. Nicht so schüchtern, ja. Du kannst ruhig näher ans Mikro ein bisschen lauter reden, gar kein Problem. Ja, freut mich hier zu sein, in meinem allerersten Podcast. Ich habe noch nie sowas gemacht. Andi hat mich gefragt und ich habe ja gesagt. Ja, das ist Fabis allererster Podcast überhaupt in seinem Leben. Ja. Aber ich meine, wir beide quatschen ja eh mega viel, wenn wir unter uns sind. Ja, das wird eigentlich sehr gut funktionieren. Das glaube ich auch, ja. Da bin ich zuversichtlich. Ja, sehr schön. Ja, und wie jeder Gast habe ich auch mal so eine Anforderung gestellt für den Fabian, ne, dass er auch mal so ein paar Themen mitnehmen muss, natürlich, oder mitbringen, eher gesagt. Und unter anderem hast du auch das Thema Freizeitparks früher und heute mitgebracht. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, an dem ich mich eh immer sehr schnell aufhänge, wenn ich irgendwo bin, vor allem Holiday Park oder so. Ne? Aber jetzt nicht auf dem Seil oder mit einem Seil? Nein. Mehr so über vergangene Relikte, ja, oder Relikte vergangener Tage. Und dann fange ich ganz schnell an zu schwärmen von früher. Ja, und ein bisschen aufregen ist ja auch dabei. Ich meine, wir beide können ja jetzt eben durch zwei Freizeitparks darüber gut erzählen und Vergleiche ziehen, weil ich, wie gesagt, ja mit dem Phantasialand groß geworden bin und du mit dem Holiday Park. Mit dem Holiday Park. Ja. Mitten in der Pfalz. Die sich sehr, sehr verändert haben in den letzten paar Jahren. Ja. Was hat sich denn im Holiday Park alles so verändert? Ich meine, die meisten kennen schon die Phantasialand-Geschichten in dem Sinne. Klar, ich werde die nachher noch ein bisschen anschneiden, das Thema. Aber was ist da los im Holiday Park? Warum sagt der Fabi, Alter, wir müssen jetzt darüber quatschen? Das geht so nicht. Also es hat jetzt nichts speziell mit dem Holiday Park zu tun. Ich finde es aber dennoch sehr interessant, wie sich die Parks allgemein entwickelt haben. Und das in vielerlei Hinsicht. Zum einen, was die, ich sag jetzt mal, Entwicklung angeht, der Attraktionen. Und zum anderen vielleicht auch, was die Ansprüche der Besucher angeht. Und wie das sich vielleicht in Zukunft noch weiterentwickeln wird. Ja, da kann man, glaube ich, sehr ausschweifen. Ja, natürlich müssen wir da auch über gegenwärtige Veränderungen sprechen, gute und schlechte. Ja, was Gutes bringt immer auch was Schlechtes mit. Das ist halt irgendwie die Devise so. Ja, stimmt wohl. Aber auch nicht immer, ne? Ja. Gibt ein paar Ausnahmen, ne? Zum Beispiel, wenn jetzt ein Parkplatz wegkommt, um da was Neues hinzuklatschen, das ist, da kann man noch ein Auge zudrücken. Ja, das Beispiel hatten wir ja erst. Ne? Ja, aber wenn dann so ein schöner der erste Dark Ride Deutschlands, ja, à la 1001 Nacht, Schwarzkopfanlage, dann abgerissen wird für ein Eventcenter, da kann ich einfach gegen das Gebäude pissen. Ganz ehrlich, da habe ich nichts von. Ja. Entwicklung. Ja. Ja, das hat aber vielleicht auch wieder was mit der Entwicklung. Also, ich meine, ich kann das völlig verstehen, ja, dass sowas auf Ärgernis trifft und es hätte mich wahrscheinlich als jemand, der mit dem Park groß geworden wäre, auch sehr geärgert. Aber das ist schön zu hören, danke. Aber so ein Eventcenter ist tatsächlich dann wieder was, gerade bei einem Park dieser Größe, das vielleicht wieder den
Anspruch, der sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre auch geändert hat, auf diverse Kunden eingeht. Ja, natürlich. Ne? Ich sag nur, Rainer Kallmund feiert da seinen 70. Geburtstag. So, oh, und ich darf aber nicht mitmachen. Ich habe aber trotzdem bezahlten Eintritt geleistet. Ja? Ja. Und dann werde ich da aus diesen Areas verwiesen, weil hier wird jetzt gefeiert. Also bitte gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Ich meine, klar, ne, Geld und Wirtschaftsunternehmen hin oder her. Aber als Fan und als User oder ja, Benutzer dieser Parks, ne, ist halt eine andere Welt. Ne? Also es gibt immer die zwei Seiten. Es gibt den Betreiber und es gibt einmal den Nutzer. Und die denken beide unterschiedlich, so richtig mega krass unterschiedlich. Also jetzt im Fall Phantasialand, ne? Wo ich mir dann denke, ja, du bist ein Wirtschaftsunternehmen, machst diese krassen Specials für deine, ja, sag ich mal, treuen Kunden mit dem dicken Portemonnaie, gar kein Problem. Ja, aber ich als Normalo, sag ich mal, will mir wenigstens schönes Merchandise aus dem Rookbook mitnehmen. Sagt er so, nö, dieses Geld brauche ich doch jetzt auch nicht. Also was ist da los? Ich habe mal eine Frage an dich, weil ich kenne ja das Phantasialand noch nicht ganz so lange. Mhm. Gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich schon das Stocks? Zu welcher Zeit? Wann? So, wo quasi dieses Event Center gebaut wurde. Ob es Stocks schon gab, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber es gab schon auf jeden Fall drüben eine Halle. Mhm. Weiß jetzt aber nicht, ob das schon von Anfang an eben dafür gebaut wurde. Gehe ich aber stark von aus. Mhm. Aber es gab ja vor dem Quantum, so heißt das ganze Gebäude, ne? Gab es aber früher auf dem Gelände von dem heutigen Ruckburg, ja, gab es eine Art Zelt, so ein Riesenzelt, und das war früher dieses Eventcenter. Ja, und das ist dann quasi, ne, geflüchtet oder abgebaut worden und dann ja, aber ich krieg die Zeiten gerade nicht zusammen, wann und wie und wo und weshalb. Ich kann dir nur sagen, dass es mal sowas gab und dann irgendwie halt wieder nicht mehr, aber ob das dann mit dem Quantum verschwunden ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber das war auf dem Platz, wo heute wo Charles Lindbergh steht. Genau auf dem Platz war früher das Eventcenter und eben dahinter weiter war dann die goldene Rocher-Kugel à la Galaxy. Ah ja, okay. Also wann das Stocks kam, das kann ich hier gerade echt überhaupt nicht sagen. Ja, ja, weil, na gut, ich meine, es ist halt, besuchertechnisch ist das der zweitgrößte Park in Deutschland, ne? Mhm. Ich weiß, und ich denke, man versucht da in gewisser Hinsicht auch mit seinem größten, naja, Mitstreiter, sage ich jetzt mal, mitzuhalten. Weil da hat er Event-Center und Event-Locations ohne Ende. Und das Phantasialand hatte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts zu bieten. Spreche es doch einfach aus. Europa-Park. Ja. Europa-Park. Ja, diese Podcast-Folge hatten wir auch schon mal. Also es ging tatsächlich um Phantasialand gegen Europa-Park. Ja, gut. Ich finde, das ist so. Ja. Kann man nicht ganz vergleichen, aber. Ja, was heißt vergleichen? Kann man schon. Also wir sind ja in derselben Preisliga. Kann man dann schon vergleichen. Aber egal, ist ein anderes Thema. Wir wollen ja wissen, warum denn jetzt oder was ist besser als früher und was ist früher besser gewesen als heute? Genau. Ja, und deswegen, ich habe direkt mal spezifisch gefragt, was ist bei dir los mit dem Holiday Park? Weil als wir da ein bisschen rumliefen, hast du bei jedem Wort Plopsa ging ein Haar verloren. Ich meine, man siehe das Endergebnis. Irgendwas hat es ja mit dir getriggert. Ja, ich versuche ja immer so schonend wie möglich kleine Momente. Ich habe hier gerade technische Differenzen. Ich versuche ja immer so gut wie möglich auf Plopsa zu blicken, ja. Und ich sage auch schon mal im Voraus, wir können froh sein, dass wir Plopsa haben und nicht vielleicht sowas wie Parques Reunidos. Oh. Ja. aber dennoch, Kette ist halt Kette und
Das ist halt was anderes, wie wenn der Park privat betrieben wird. Das ist korrekt, ja. Ja, aber auf jeden Fall hatten wir ja, glaube ich, 2009 einen Betreiberwechsel. Ich meine, es war 2009. Und seitdem hat sich der Park quasi einmal komplett geändert. Er ist quasi nicht wiederzuerkennen. So, was quasi früher mal war, quasi in meiner Kindheit mal war, das gibt es nicht mehr. Teilweise halt nur. Das meiste gibt es nicht mehr, ja. Mhm. Und ja, da ist man vielleicht manchmal etwas traurig drüber, ja. Vielleicht ist es hier und da auch nötig gewesen. Man weiß es nicht. Vielleicht gäbe es den Park so gar nicht mehr, wenn er weiterhin so betrieben worden wäre. Mhm. Aber ja. Also gehst du quasi von aus, dass der Herr Schneider damals mehr in die roten Zahlen ging und deswegen gesagt hat, oh, uff. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Das sagen auch sehr viele Leute, mit denen man sich so unterhalten hat. Ich hatte ja auch schon Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern, zufälligerweise. Ja. Die haben das alle gesagt, aber nach der Übernahme von Blobster sind quasi das alte Kollegium ist quasi komplett einmal gegangen, nahezu. Also die führeren Kräfte quasi. Ja, die sind fast alle dann gegangen. Also die Leute aus dem Büro quasi. Nee, das ist so fast alles. Alles? Ja. Auch operator-technisch oder was? Ja, während der Zeit halt. Oh. Dann, ne? So. Den hat es scheinbar nicht mehr so gefallen dann unter Blobster. Also so wurde es mir erzählt. Mhm. Zu 100% kann ich das natürlich nicht unterschreiben, das weiß ich natürlich nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall, wo waren wir jetzt genau? Holiday Park und Blobster und warum und zu wenig Geld. Ja, genau, Schneider, genau. Die haben dann halt, mit denen ich gesprochen habe, und gemeint, ja, es wäre wahrscheinlich so nicht mehr lange gut gegangen. Ne? Es kam halt dann auch eine ganze Weile nichts mehr Vernünftiges an neuen Attraktionen und davon lebt natürlich ein Park von stetigen Neuheiten. Natürlich. Ne, und wer weiß, wie viele Kredite schon am Laufen waren, ne? Beziehungsweise ja. Sowas genau, kannst du ja nicht einfach mal aus der Portotasche bezahlen. Ich glaube nicht als Holiday Park früher. Ja. Weil, und ja, auch habe ich schon mit aktuellen Mitarbeitern gesprochen, auch aus der Verwaltung. Die haben genau das Gleiche gesagt. Mhm. Ja, und demnach können wir froh sein, dass wir vielleicht dann doch jemanden gefunden haben. Dieser jemand heißt halt Blobster und macht halt jetzt sein Ding. Der Blobster macht sein Ding, ja. Ja, es ist halt jetzt was ganz anderes, ne? Ja, aber da wir jetzt bei den Vergleichen sind zu früher und heute, was hat sich denn da verändert? Sagen wir mal erstmal, was gefällt dir nicht an der Veränderung? Und danach können wir vielleicht ins Positive gehen, damit wir auch mit dem glücklichen Gefühl weiterspringen können. Genau. Also wir sind ja quasi von einem Freizeit- und Showpark zu einem, Familien- und Kinderpark. Ja, das ist jetzt vielleicht extrem ausgedrückt, ja. Also ich sag mal Familienpark. Das ist ein reines Familienkonzept, was Blobster da durchzieht. Mhm. Mit großer Konzentration auch auf Kinder. Mhm. Demnach haben wir natürlich dann auch Tabaluga-Achterbahn. Ja, zum Beispiel. Maya-Land beispielsweise. Ja. Auch. Oder so Sachen dann wie aus einem Teufelsfässer machen wir dann mal Wiki. Ja, und solche Sachen ja. Ja, gut, ich meine, das ist halt Blobster, ne? Gehört zu den Studio 100. Dessen Figuren sind Tabaluga, Maya und wie sie nicht alle heißen. Ja, wenn man schon die markanten Figuren im Besitz hat, ne, nutzt man sie auch, klar. Ist so. Wiedererkennungswert. Genau das und darauf zielt halt Blobster, ne? Dass die Kinder sagen, boah, ich will da hin und... Also quasi wie so ein eigenes Disney, ja?
Ja, genau, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Du gehst ins Disney rein, egal welches, und du weißt genau Bescheid, was wo ist, wie es funktioniert, zack, zack. Ich meine, den Sinn dahinter verstehe ich schon. Ja, Ja. also das scheint auch ganz gut zu funktionieren, würde ich mal behaupten. Das ist ja genauso wie, dass so Figuren wie Peppa Pig in den Heidepark einziehen oder sich dann Parques Reunidos beispeweise Filmlizenzen von, ach, wie heißen die Hunde da, Paw Pets. Patrol Also. dann zieht. Was jetzt Ja. Blobster auch gemacht hat, ne? Blobster hat auch Rechte an Paw Patrol tatsächlich. Ist das nicht ein bisschen dämlich dann, wenn man sich ja quasi ja, als Kette, als Einzelgänger dann hinstellen will und dann hat man tatsächlich die gleichen Themen Weiß nicht, wie das wie der funktioniert, Konkurrent, keine Ahnung, ob das also. jetzt daran liegt, weil Studio 100 produziert ja die Serien für Biene Maya, Vicky Tabaluga. Ich weiß nicht, ob das auch bei der Paw Patrol dann der Fall ist, weil demnach würde ja das Ganze dann Studio 100 gehören. Das ist was anderes, als wenn ich als Kette wie Parques Reunidos einfach nur die Lizenz miete. Ja. Und dann könnte Ich. tatsächlich auch so ein Studio 100, auch wenn die gut verdienen, auch eigenen Park entwickeln, ja. Naja, nee, das ist ja Blobster. Also, Das ist Blobster Plopsa. ist ja eine Tochterfirma zu Studio 100. Ah so, ja gut, ja, jetzt erschließt sich mir alles, ja, okay, gut. Genau, das ist quasi wie Disney und seine Disney Parks als eigene Firma. So Genau, musst du dir das ja. vorstellen. Und so hat er halt Studio 100 Blobster ins Leben gerufen. Auch wenn ich den Namen etwas dämlich finde. Warum Plopsa? Da gab es doch auch mal eine Begründung, ne? Es gibt wohl eine niederländische Serie oder beziehungsweise eine belgische, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Und die heißt irgendwas mit Van Blob. Bosch Van Blob, genau. So heißt das. Oder Het Bosch Van Blob. Okay, was haben die damit dann jetzt zu tun? Beziehungsweise Het Bosch Van Blob ist der Dark Ride. Aber dieses. Ich versuche gerade rauszufinden, wie diese Serie heißt. Und dieser Blob ist scheinbar ein Kobold. Ja. Genau, und quasi die Hauptfigur von dieser Serie. Und danach ist halt auch die Gruppe benannt, also Blobsa. Und ich finde, Nee, also ganz leider hat ehrlich. man diese Figur gewählt. Ich weiß halt nicht, ob es zu dem Zeitpunkt nicht schon andere gab, weil Studio 100 hat ja nicht immer die Serien von Tabaluga und so produziert. Das muss man auch dazu erwähnen. Ach, die sagen, die haben sich das noch rübergereicht hin und her, oder was? Ja, früher war das anders, ja. Ich versuche gerade etwas rauszufinden. Ja. Ja, wenn nicht, kannst du ja mal kurz was von Phantasialand erzählen. Ja, Oder was hier. hätten Sie denn gerne? Ja, was vielleicht du, wie du die Veränderung gesehen hast, was sich von früher auf heute verändert hat. So wie ich das jetzt eben erzählt habe, quasi mit dem Holiday Park. Also, dass ich mich nicht aufgehangen habe, war auch alles so, ne? Ja, kam das ja plötzlich oder war das auch immer so Schritt für Schritt? Weil bei mir kam das ja sehr plötzlich. Da war quasi der Verkauf und dann war einmal die Bulldozer bitte her. Ich meine, ja klar, die Veränderung hat man so langsam mitbekommen. Ne? Dann ging es erst los. Dann wurde vom Space Center, ja, wurde dann ein scheiß grüner, leerer, dunkler Schlund entwickelt, ja, der dann auch 18 Jahre dunkel blieb. Das muss man sich erstmal geben. Also, der Temple of the Night Dog existierte länger als Space Center. Das ist heftig. So, das war Punkt 1. Ne? Und dann, ne, hat man sich. Jeden Saisonanfang war man dann in diesen komischen Phantasialand-Foren drin und man hat dann immer rumdiskutiert. Ja, also diese Saison wird Tempel umgebaut, ne? Und das ging dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe diesen Hype 6 Jahre mitgemacht. Fabi, irgendwann konnte ich nicht mehr, ja. Ich konnte einfach nicht mehr, weil jedes Mal, so, du kannst dir dann vorstellen,
jetzt gerade, wir haben den 31.01., ja, kannst du dir vorstellen, jetzt gerade geht es in den Foren wieder ab mit Tempel, ja, also wenn der noch Tempel wäre, ne, dann wird es ja, jetzt ja schon wieder losgehen, so, ja, ich habe da einen Putzlappen vor der Tür liegen sehen, ja, also da passiert was. Ja, Fabi, das ging Jahre, das ging Jahre, ich habe 6-7 Jahre mitgemacht, aber dann irgendwann konnte ich halt nicht mehr und habe ich von diesen ganzen Foren verabschiedet, weil die Leute einfach spinnen, ja. Also es tut mir leid, ich war auch einer davon. Okay, was heißt die spinnen? Also man tauscht sich aus, ne? Man hat seine Community, Entschuldigung, ich nehme das wieder zurück. Die spinnen nicht, aber das Thema spinnt einfach, ja, und das hat gesponnen, weil, Alter, egal was, Tempel war immer Thema, ja, zwischen den Saison und dann wird es verändert und dann hatte ich irgendwann tatsächlich mal die Info zugesteckt bekommen, dass die Tempelfahrt tatsächlich jetzt wirklich ein Update kriegt und dann habe ich nur gefragt, ja, was denn, ne? Also ich kann die Quellen jetzt natürlich nicht nennen, aber dann hieß es halt, ja, VR. Ich so, aber das war auch irgendwie, ja, vorhersehbar. Weil wir haben einfach aus Spaß, du kennst ja Lars und Leon, ne? Ah. Ja. Und aus Spaß, ja, so ein paar Wochen vor Saisonschluss, hat der Lars einfach im Temple of the Night so einfach aus Jux gesagt, ja, und dann kommt hier die Brillenausgabe, ne? Und hier wird nicht. Ach, halt die Fresse, ne? Das wird, stimmt nicht. Und dann kam es einfach so, ja. Und dann hatten wir VR im Tempel. Und natürlich die größte Enttäuschung war dann das Thema. Also ganz ehrlich, wie unpassend möchten Sie das haben? Phantasialand antwortet, ja. Also Crazy Bats passt da so überhaupt nicht rein. Ne? Da kann man sich streiten, aber die meisten würden sagen so, Alter, the fuck, hier ist Woostown. Hä? Weil auch aus diesen Gründen hat man ja auch den Tempel geboren, ja, und den Space Center weggehauen. Weil es sonst ja nicht mehr zu Woostown passt. Ja. Das war ja die konkrete Aussage und deswegen kann ich das heute so überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, aber du hast ja gefragt, ob das sehr plötzlich kam. Ja, eine Umthematisierung bzw. ein Umbau kam sehr plötzlich und er hat sehr reingehauen. Und zwar als eben komplett Berlin umgewalzt wurde. Ja, Brandenburger Torwerk, das Karussell ist nach vorne gezogen. Walzertraum wurde abgerissen. Tausende Nacht wurde abgerissen. Die ganzen Ballonfahnen, der ganze Spielplatz auf dem Kaiserplatz. Alles weggebumst einfach. Und dann stand da einfach nichts. Also eine Tribüne und nichts. Ne, weil das Kettenkarussell gab es noch nicht. Da war nur das Becken da. Das haben sie noch nicht geschafft. Und dann saß du da und da war nichts, Alter. Drumherum, nicht mal die Tribüne war da, also eine provisorische stand da. Aber kein Merch-Shop, da war kein Mause-Schokolade, da war kein Kettenkarussell, da war gar nichts. Und das war ja früher einer der schönsten Orte im Phantasialand, ja. Ich hoffe, du kennst noch ein paar Bilder vom Walzertraum mit Tausend einer Nacht. Ich kenne die Bilder, ja. Sah sehr schön aus, ja. Und dann kommst du Anfang der Saison rein und denkst dir so, boah. Also da musste ich mich kurz mal hinsetzen. Für ein paar Stunden. Ja, glaube ich. Ich meine, ich wusste, dass das alles wegkommt, ja. Aber dann dachte ich mir, ja komm, das machen sie dann schön, ne? Ja. Richtig schön. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Oh, also ja. Die Serie hieß wohl Kabouter Blob, was so viel heißt wie Klabauter, ne? Kennt man ja. Klabautermann. Also Kobold, ja. Blob. Ist wohl eine Serie aus den späten 90er Jahren aus Belgien. Relativ trashig. Und wahrscheinlich aus dem ganzen Blobser-Universum. Die unbekannteste Figur. Das ist aber tatsächlich aus dem Plopsa-Universum. Es ist ja dieses Studio 100-Universum. Also, ja. Weil das wäre meine nächste Frage. So, ja, aber was hat denn jetzt damit zu tun? Aber ja, selbes Universum. Und der Kabouter-Blob, 1997. Daher kommt der Name Blobsa tatsächlich. Boah. Was ich halt meiner Meinung nach, weil Blobsa ist ja sehr viel vertreten in Europa, ja, inzwischen auch in Polen, in Belgien, Polen? Niederlande, Deutschland, ja.
Auch in Polen. Wo da gibt es einen Plopsa in Nor. Kowatni. Nee, gar nicht. Warte. Plopsa. Polen. Oh, das gucke ich gerade auch. Doch, Kowatni, doch. Majerland Kowatni. Plopsa Polen. Ja, das ist eine, ja, auch so eine große Indoor-Halle, ne? Ist es die? Cool. Wie findest du? Plopsa in Polen, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist das ja, wenn du mal betrachtest, wie viele Figuren inzwischen im Plopsa-Universum sind, ne? Da haben wir Mia, Tabaluga, Vicky und Maya und der Klabauter Blob. Mhm. Das ist ja die unbekannteste Figur für alle wahrscheinlich. Ja. Und da hätte ich mir vielleicht im Voraus vielleicht schon mal was anderes überlegt. Man hätte vielleicht einen schöneren Namen nehmen sollen. Hi, wie kommst du drauf? Ja, wie komme ich drauf? Bock auf Plopsa, Junge, was geht ab? Ja, Plopsa. Ja, genau. Plopsa! Genau das. Naja, gut, aber der Name ist nun mal da. So, jetzt sind wir aber wieder im Holiday Park mit dem Fabian und er steht dann da und stellt fest, ich reiße mir gleich die Augen aus. Warum? Also im Vergleich zu früher, was stand da? Also du hast gesagt, das war mehr so ein Entertainment Park mit Shows. Und ja. Dann gab es ja noch eine Wasser-Laser-Show, hast du mal erzählt. Aber wenn ich mal da, also der Park sah ja komplett anders aus für Leute. Die meisten Leute, die diesen Podcast jetzt hören, die kennen ja den Holiday Park wahrscheinlich nur so, wie er jetzt ist. Das ist, ich habe es dir ja mal erklärt, ich habe es dir auch mit Luftbildern versucht zu zeigen. Ja, wir haben es auch in einem Vlog gemacht, sehr zu empfehlen. Es hat sich mächtig viel verändert. Ja. Der Eingang war woanders. Es war halt viel, viel mehr Garten- und Grünanlage wie heute. Viel mehr. Ja. Es waren ganz andere Attraktionen. Ja, und mehr, viele Shows, ja. Mehr Mack. Da, wo quasi jetzt, mehr Mack. Da, wo jetzt die Indoor-Halle ist, da war quasi schon eine Show drin. Laser-Wasser-Show. Genau. Mhm. Gegenüber von dieser Indoor-Halle, wo quasi jetzt die Arkaden sind, da gab es ein Delfinarium ganz früher. Wir hatten hinten, da wo jetzt in etwa das Wikidorf ist, ein Showtheater mit Magie-Show und dem ganzen Kram. Wir hatten die Wasserski-Show, wir hatten da, wo die G-Force steht, eine High-Diving-Show. Wir hatten im Pfälzerdorf noch eine kleine Bühne, die gibt es auch nicht mehr. Da war Show. An jeder Ecke gab es Show und Programm und Paraden, schöne Paraden, keine Plopsa-Parade. Eine Frage, wie viele Shows gibt es heute? Wenn man nach aktuellem Stand... Also die sich auch lohnt, ne? Die Wasserski-Show wurde ja wegen Corona in den letzten Jahren nicht durchgeführt. Ja, ja, gehen wir mal von aus, wir haben jetzt keinen tödlichen Mutanten unterwegs, ja, und die Parks sind ganz normal geöffnet. Wie viele haben wir dann an Shows im Holiday Park? Also die eine. Aber von der ich ausgehe, dass sie nicht mehr stattfinden wird. Also du meinst, auch nach dem C kommt dann nichts mehr? Nein. Bei so einer riesigen Tribüne. Genau. Ich glaube, die Tribüne wird verschwinden. Hm. Und dann wird da was anderes hinkommen. Das ist meine Theorie. Ja, und das also finde ich sehr schön. Auch eine Attraktion auf dem See würdest du dir dann gut vorstellen können? Ja, also ich vermute mal, dass das dann wie in Depanne sein wird. Dass da sowas vielleicht wie ein Max Super Splash hinkommt, vielleicht. Also hier. Das glauben sie eher weniger. Also du meinst hier so ein Pulsar oder was? Sowas wie Atlantica Super Splash. Also, ja. Aber Pulsar wäre auch schon was Cooles, ne? Für den, schon für den Holiday Park. Ich meine, das wird auch passen eigentlich, muss man mal sagen. Das auf jeden Fall, ja. Es gibt so Orte, da guckst du dich so oben und sagst, ja, hier passt ein Pulsar hin, so, ne? Einfach, ja. Weil da alles so Hochfahrgeschäfte sind auch.
Ja, das ist so, ja. Skyscreen ist in der Nähe, dann der Leuchtturm hier, der, ja, wie heißt dieses Fahrgeschäft? Ah, der Lighthouse Tower. Der Lighthouse Tower, genau. Und ja, das würde schon passen. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich meine, der See ist riesig, ne? Da kannst du noch so ein paar Sachen daneben klatschen. Ja, ich denke, da wird in den nächsten Jahren auch noch ordentlich was passieren. Ja. Und ja, man macht ja auch zum jetzigen Zeitpunkt schon, zumindest in der Nähe, was Neues. Mhm. Aber ja, die Theorie mit deinem, ja, die Tribüne wegreißen und die Show wird nicht mehr stattfinden, das glaube ich auch, weil wir leben in einer Welt, da gibt es so mega krasse Sachen mittlerweile und ich glaube, so eine Skishow reißt keinen mehr vom Hocker wirklich. Oh, doch, glaube ich schon. Ja, ich habe, wie gesagt, sowas noch nie gesehen. Ich würde es mir gerne angucken. Ja. Aber ich glaube, naja, ich weiß nicht. Also, du weißt, in welche Richtung ich gerade argumentieren will. Ne? Ja, also, ja. Es gibt schon mega krasse, mega geile Shows, ja, und dann, ja, so ein Skilaufen, ja, oder hier, nee. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob da noch ganz viele Leute abgeholt werden mit. Gut, ich meine, früher war ja auch noch mal etwas anders. Früher hattest du ja viel dann mit so Wasserskipyramiden, ne? Mit über 10 Leuten. Und ja, dann sind die da über Rampen gesprungen, wo Feuer rauskam und ja gut, ja, sowas zieht natürlich. Ne? Risiko ist immer gut. Ja, ja, und auch heute war die, ich gehe mal von heute aus, war die Show ja auch so aufgebaut. Es war halt alles so overacted, ne? Ein bisschen trashig, ja, das ja, war aber bewusst so. Das ist wie zum Beispiel im Moviepark, ne? Die, ja, ja, genau, genau. Die Stunt-Show, genau, die ist so auch overacted, so extrem. Genau, so musst du dir das vorstellen, nur auf dem Wasser. Auch mit viel Feuer, mit viel Pyro und es war schon cool irgendwie. Ja, ja, ja. Hätte ich mir gerne angeguckt. Aber das Ding ist auch, das passt so überhaupt nicht ins Blobster-Konzept. So null. Mhm. Und ist wahrscheinlich auch entsprechend teuer und ja, ich bin ja überrascht, wie lange es überhaupt von Blobster toleriert wurde. Jetzt also, hat man natürlich einen Grund gefunden. Das ist meine Theorie. Also an alle da draußen, das ist nur eine Theorie von mir. Ja, ja, klar. Also alles, was jetzt wir hier sagen, ist eine Theorie und also wie gesagt, was wir sagen, ne, informiert euch immer selber. Es ist immer die beste Lösung. Egal, was wir hier quatschen, informiert euch selber, denn wir sind auch selber nicht zu 100%ig über die Sachen informiert. Wir quatschen einfach nur so aus dem Nähkästchen. Genau so ist es. Aber das ist meine Theorie, dass jetzt ein Grund gefunden wurde, die Show abzusägen. Ja, gut. Der Grund was ist da. Ne? Man könnte aber auch sagen, du kannst die Show auch wieder reaktivieren. Aber ich glaube, ich glaube, der Zug ist abgefahren oder schon im Wasser gelandet, keine Ahnung. Ja, genau. Im Wasser gelandet. Ich glaube, ja. Bietet natürlich dann auch wieder enorm viel Platz da hinten, ne? Ja, also ich war ja das erste Mal jetzt letztes Jahr im Holiday Park und dann auch bei der Halloween Maze beim The Tunnel, ja. Mhm. Das Ding ist ja weitläufig da hinten. Da gibt es so viel. Und da, wo die ganzen Camper rumstanden, das ist vielleicht schon ohne Ende. Genau. Ne? Und ich meine, da standen ja auch Attraktionen. Und irgendwann haben sie wahrscheinlich aus diesem Ort da hinten, genau wie in Brühl, ja, hinterm See, einfach alles sterben lassen. Aber erst, das war ja letztes Jahr die erste Saison. Also es wurde quasi im Laufe des letzten Jahres erst abgebaut. Die Attraktionen, die da hinten standen. Ja, ja. Also das war noch gar nicht so lange so verwildert. Das heißt, die haben Pläne. Garantiert. Ja, und wenn die schon jetzt die zwei Attraktionen da weghauen, ich glaube, der Tunnel war jetzt auch nur so ein Zwischenprodukt. Ne? Ja, glaube ich auch. Ja, aber ich meine, also, wir haben ja noch die Tribüne, was können wir machen? Ja, machen wir wie es im Moviepark. Maze rein, fertig. Genau. Ich glaube tatsächlich, dass es im kommenden Jahr weiterhin bestehen wird. Ja. Aber ich glaube nicht auf ewig. Mhm. Ja. Das glaube ich auch nicht. Ja.
Sonst wird es ja keinen Sinn ergeben, da hinten alles schon mal langsam und sorgfältig zu entfernen. Genau. Ja, ich meine, die Attraktion hätte sie ja noch locker betreiben können. Ja, gut, aber ich sag mal, es war schwierig, würde ich sagen, ne? Du hattest ja dann vorne Skyscream Lighthouse Tower. So, dann hattest du ja lange nichts. Die Show hat nicht stattgefunden. Das heißt, da hinten war gar nichts. Dann waren da hinten zwei Attraktionen und das war's. Das ist richtig, ja. Und dann hat man wahrscheinlich gesagt, komm, machen wir einfach alles platt und wenn es soweit ist, bauen wir da was Neues hin. Ist halt eine tote Ecke jetzt, ne? Aber jetzt reden wir schon wieder viel zu viel über den Holiday Park. Ah, ja gut, aber da war der Fabi. Ja, ich will ich will hier auch nicht. Du willst jetzt was Innovatives, würde ich mal Ja, sagen. genau. Ja. Wir werden jetzt innovativ, genau. Ja. Innovation im Gebiet oder im Thema Achterbahn. Da gab es in den letzten, ja, sage ich mal, 10 Jahren so einiges an deftigen Projekten, muss man mal sagen. Kann so Also sagen. wenn man quasi 15 Jahre jetzt zurückdenkt in die Welt der Achterbahnen. Ja, das war alles relativ, ja, unspektakulär, beziehungsweise in den USA muss alles höher und schneller und weiter sein, ne? Aber Ja. hier hinkt man so ein bisschen hinterher, bis auf Colossus jetzt zum Beispiel, ne? Mega riesige Holzachterbahn oder wie eben bei dir G-Force. Ja. Aber sonst Ja. gab es noch nichts, wo man gesagt hätte, boah, das Ding zieht mir die Schuhe aus. Beziehungsweise so eine Art Launchcoaster, das war auch so aus Film und Fernsehen, ne, oder aus USA hat man sowas schon mal gesehen, Ja, so genau. Katapultachterbahn, ne, und da hat man sich, oh mein Gott, und oh, das wäre bestimmt was Tolles. Ja, Ja, ja. und heute gehst du in Park X, ja, und der hat so im Jahr seine, ja, sagen wir mal 500.000 Gäste, aber hat einen Launchcoaster stehen, gar kein Problem. Ne, Genau das ist es. egal welchen kleinen Parks du schaust, ob es jetzt ein Moviepark ist oder tatsächlich hier so ein Slakaren oder, boah, gibt sich Beispiele. Ja. Es ist immer irgendwo entweder ein Mack-Produkt, ja, oder ein Gerslauer oder sonst was und ja, mit Ja. Launchantrieb. Einfach so, zack. Egal wie Ja, groß der Park ist. ich meine, da hat wahrscheinlich der Europapark einen Meilenstein gelegt hier in Europa. Mit der Blue Fire. Mit der Blue Fire, ja. Das war so eine Benchmark, würde ich mal sagen. Ja. Ich denke, die Technik hat sich natürlich auch weiterentwickelt Ja, und ist natürlich. wahrscheinlich sehr lukrativ, wartungsarm und ja. Ja, vor allem brauchst du auch mit so einem Launch nicht so viel Platz und so viel Material wie jetzt mit einem Ja, Lift Hill, genau. ne? Genau, das ist Ich meine, das. Lift Hill braucht Platz, der braucht viel, sag ich mal, Stahl wegen den Stützen. Dann noch die Kette, die nicht billig ist, ne, und die auch immer getauscht werden muss. Also Kette ist eines der teuersten Sachen auch unter anderem. Aber ja, und es ist natürlich thrilliger, ne? Ich meine, du wirst geschossen. Da Ja. zieht es dir auch manchmal die Socken aus, ne? Und das fühlt sich auch Ich komisch an. denke, das kommt aber auch wieder auf die Person drauf an. Ich denke, es gibt Leute, die sagen, okay, mich kickt eher der Lift Hill, weil ich eher Höhenangst habe. Und es gibt vielleicht andere Ja, Leute, ja. die sagen, boah, Ja, für viele ist so zum hoch Beispiel ist. bei Silverstar eben der Lift Hill der größte Horror, ne? Ja, das war auch für mich Echt? sehr. Ah ja, gut, du Aber hattest ja. ja Höhenangst, ne? In dem Sinne. Damals war für mich alles schlimm, ja. Wie das bewegt sich. Ne, ich fahr nicht. Ja, so ungefähr war das ja. Nee, aber Ja. Innovation siehst du in den Parks wirklich en masse mittlerweile. Und was Ja. mich umgehauen hat, ne? Und da, ja, ich war halt im Teenage-Alter, sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich mir halt, ja, im Internet habe ich ja immer On-Rides geguckt und Freizeitparks, ne? Und dann Ja. habe ich Atom Königreich den Minimoys entdeckt, ne?
Und wie gesagt, bis dahin wusste ich halt noch nicht sowas. Ja, Europapark, okay, ne, wo ist das? Ne? Und dann habe ich diese Arthur im Königreich der Minimoys-Fahrt im On-Ride gesehen. Mhm. Und Fabi, ich saß vorm Fernsehen, ja, mit einem offenen Mund, habe mir dieses Video, ich glaube, 10 bis 20 Mal nochmal angeguckt. Mhm. Und ich konnte es nicht fassen, dass da Deutschland stand. Okay. Also Arthur und Königreiche Minimoys in Rust, Europapark, Deutschland. Ich so, bitte, was? Ja, also ich war ja damals noch nicht so Freizeitpark. Also ich fand Freizeitpark schon immer toll, ja. Und auch den Europapark und ich war aber noch nicht so tief im Thema drin wie jetzt, bei weitem nicht. Aber so ein bisschen habe ich den Bau schon mitverfolgt, weil das war gerade so die Zeit, wo ich meinen Führerschein hatte und auch so die ersten eigenen Fahrten in den Park mit Freunden gemacht. Mhm. Und da wurde gerade Arthur gebaut und da war man dann natürlich auch interessiert, was passiert denn da hinten? Und da habe ich mir da mal ein paar Videos angeguckt. Und ja. Aber ich konnte halt leider damals noch nicht so viel damit anfangen. Hm. Also, wie soll ich das erklären? Ja, deine Interessen lagen woanders, das ist doch normal. Nee, auch das Feingefühl für solche Dinge war vielleicht nicht so da, dass man sagen kann, boah, das wird bestimmt mega episch. Weißt du so? Ja, also du hast, ja gut, okay. Du warst halt der 0815 Freizeitparkgänger und, oh ja, kann man mal machen. Genau. Ne? Ja, komm ich nächstes Jahr wieder, guck mir das an, fertig. Ja, genau so war das. Ja, ja. Ja, so eine Phase hatte ich auch kurze Zeit. Also ich war immer Freizeitpark-Fan. Ja, mit 6 Jahren ging es los. aber dann, ne, kam die Pubertät, Teenage-Alter, ne, erste Freundin, zweite Freundin, dritte Freundin, vierte, fünfte. Und dann war irgendwann auch Ende mit Freizeitparks. Ne? Und ja. Weil alle anderen hatten eben keinen Bock darauf. Oder was heißt nicht Bock, aber ja, ich sag mal, das Wochenende bestand dann aus Treffen, ab in die Bar und ne, gebeamt. So. Jo. Das war dann so das Teenage-Alter und dann habe ich mich quasi von der Clique wieder entfernt und fing dann wieder an. Dann dachte ich mir so, okay, ich wollte schon immer mal einen Freizeitpark-Kanal öffnen. Ne? Das war schon mein Traum, seitdem ich erste Onrides auf YouTube gesehen habe. Habe ich gesagt, ja, das mache ich auch irgendwann. Ja, und dann dachte ich mir so, ja, ich verdiene jetzt Geld. Ich könnte mir tatsächlich jetzt auch mal eine gute Kamera kaufen, weil das war ja immer mein Problem. Ja. Wenn ich Videos mache, wollte ich auch gute Qualität bieten. Ja, das war mir immer am wichtigsten. Ja, ja. Ja. Dann habe ich mir halt für 1.000 Euro die erste Sony geholt und dann ja, habe ich Parktube entwickelt im Jahre 2016 eben, wie gesagt, und habe dann von da aus oder von da an wieder mit den Parks begonnen. Ja, also es gab dazwischen halt 2-3 Jahre Pause. Ja. Ja. Mit, ich glaube, mit wie vielen Jahren? Ich glaube, mit 16, 17, 18 war dann ja, erstmal Ruhe mit Freizeitparks. Nee, mit 19, genau. Ja, und dann, ja, kamen andere Interessen. Ja, und als dann der Sturm vorbei war, kamen wieder die Freizeitparks. Und dann, ja. Aber dann richtig, ne, dann habe ich erst tatsächlich Efteling entdeckt und Toverland entdeckt und dann ging es tatsächlich in den Europapark, wo ich die Arthur Minimoys gesehen habe, ja, wo ich es eben nicht fassen konnte und dann saß ich in dieser Karre drin und ich konnte es nicht glauben. Ne? Und ja. seit dem Tag an oder seit den Tagen an wieder mega extrem im Thema drin. Ich glaube, das merkt man nach fast 700 Videos auf Parktube und unzählige Streams. Ja. Ist man dann tatsächlich wieder voll im Thema drin. Aber, apropos Thema, es ist nicht unser Thema. Hey, mir fällt auf, also das ist ja mein erster Podcast und ich höre auch tatsächlich nie groß Podcasts. Hm. Aber man schweift gerne ab, ne? Ja, ich hab's nie gesagt. Ja, ja, ja. Ich hab's dir gesagt. Und gleich sind wir schon bei der ersten Stunde. Hättest du das gedacht? Boah. Ja. Ja. Wahnsinn. So läuft das hier. Aber ja, Thema früher und heute.
Kannst du noch irgendwas allgemein dazu sagen? Also die Entwicklung, die du so beobachten konntest, eben seitdem du im Thema drin bist. Was prägt dich an diesem Thema? Also ich muss einmal noch sagen, weil da sind wir vorhin auch abgeschwiffen, abgerutscht. Es war ja so, ich möchte das nur kurz vervollständigen. 2009 hat Blobster den Park übernommen. Ja. Hat den die erste Saison quasi noch geführt. Klar, Vira war. Und dann war Saisonende. Und dann bist du quasi die kommende Saison in einen neuen Park rein. Also es wurde sehr viel geändert. Es wurde die Wegführung geändert. Es wurde einen neuen Eingang hingezimmert, der halt auch jetzt eines Themenparks würdig ist. Ja, also der Eingang ist tatsächlich sehr schön. Und da hast du dich auch erstmal geärgert, weil viele Sachen weg waren und dann so ein komisches Kinderland da hingekommen ist. Und ja, das sind solche Dinge. Ja, allgemein Freizeitparks früher und heute. Wie schon gesagt, viele Kindheitserinnerungen mussten weichen. Ich glaube, egal in welchem Park, außer vielleicht Europa-Park. viele neue Dinge sind gekommen. Man muss auch dem Anspruch der neuen Leute beziehungsweise der jetzigen Zeit gerecht werden. Ja. Vielleicht auch mit ganz neuen Dingen wie VR, wo ja auch der Europa-Park die Nase ganz vorne hat. Ja, die haben es ja lizenzieren lassen. Also das gehört denen. Ja. Die dürfen als einzige auf der Welt das eben so produzieren und verkaufen. Viel mit Projektion wird jetzt gearbeitet. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Ja, aber ja, es gibt die und die Projektionen. Es gibt Projektionen auf Leinwänden, aber dann gibt es auch die Projektionen, wie zum Beispiel bei Piraten Batavia, die wirklich reinkicken. Ja, ja. Da stehe ich mega drauf. Ne? Also wenn die Projektion eben, also quasi Mapping. Nennen wir es mal Mapping. Ja, genau. Das ist so ein schwieriger Punkt, wo ich sagen muss, zu viel ist auch nicht gut. Also, nee. Also so rein, quasi ein rein gemappter Dark Ride finde ich wahrscheinlich mega schwierig. Ja, deswegen ist Piraten Batavia bei mir auch ganz vorne, weil es eben die perfekte Symbiose aus Medien und eben klassischen Dark Ride beinhaltet. Ja, ja, genau. Ne, du hast nicht zu viele Bildschirme, nur anfangs eben das Schiff auf der linken Seite nach dem Drop, das ist mit Medien-Content. Und eben am Ende das Mapping. Ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht mehr viel. Nee, da gibt es sonst nichts mehr mit Medien. Oder Symbolika nicht zu vergessen. Ja. Auch ein Dark Ride der neuen Generation. Oh ja. Kaum Medien-Content tatsächlich. Nee, nur auf deinem Bildschirm am Ride selber. Also, ja, genau. Ja, damit es interaktiv ist, aber das ist ja kein Medien-Content in dem Sinne. Nee. Aber ja, da sind wir schon mal im richtigen Thema. Symbolika durfte ich tatsächlich als einer der ersten testen, ja, aber leider nur ohne Kamera. Ah ja. Und Alter, ich bin da raus und ich wusste überhaupt nicht, was ich da erlebt habe. Ich konnte es nicht zusammensortieren in meinem Kopf. Also es hat wirklich Tage gedauert, bis mein Gehirn funktioniert hat wieder und gesagt hat, hä? Weil du musst dir das so vorstellen, ne? Also sagen wir mal 30 Jahre zurück, war das eine Innovation, so einen Achterbahnzug nach oben zu bringen mit einer Kette. So, und dann fährst du da Symbolika und du musst dir halt vorstellen, das läuft alles über Computertechnik, Steuerungsanlagen und SPS und dann jeder einzelne Wagen muss gesteuert werden, das Programm muss synchron abgespielt werden und es darf sich kein Stau bilden. Und hier, das ist das, was mich fasziniert, ne? Diese Technik dahinter, diese Meisterleistung an Menschen, die viel mit ihrem Kopf erschaffen haben, ja. Wie sagt der Leon immer, hier haben ganz viele Menschen ganz viel nachgedacht, ne? Und das ist, was bei mir so richtig kickt. Also wenn ich dann da stehe und sage, die Illusion ist perfekt, ich sehe keine Kabel und du fühlst dich, als wärst du gerade durch einen Traum geflogen oder gefahren oder
Ja, Alter, diese und diese Farben und diese LED-Technik genau und das. ganz wichtig, Sound, Design. Ja, ganz wichtig. Das ist Und auch noch so ein Thema, das man irgendwann mal hier besprechen könnte. kann man auch, ja, aber ne, Symbolika, wie gesagt, das war so eigentlich, was Technik angeht, mein Highlight so in den ganzen Jahrzehnt. Ja. Und das Ding ist ja, Symbolika ist ultramodern, ist ein super geiler Dark Ride. Du gehst hier als Normalbesucher, auch als Freizeitparkfan da rein, denkst, boah, Junge, was ist da los? Und dann beschäftigst du dich mal etwas näher mit der Geschichte von Symbolika und stellst dann fest, das Ding hätte viel größer werden sollen. Ja. Es ist. Ich weiß nicht, hast du dich damit mal beschäftigt? Nee, ich weiß aber nicht, worauf du hinaus möchtest. Man hatte eigentlich was anderes geplant. Das Ding hätte anders heißen sollen und hätte deutlich größer werden sollen, Ah auch ja. als Dark Ride. Aber Okay. das hätte wahrscheinlich, ich glaube, da hat man sich dann mit den Kosten etwas ja, verschätzt und Okay, das ist interessant. Dann erzähl hat. doch mal, was du da für Infos hast. Was hast du dir da zusammengesucht? Das Ding ist, ich habe das mal gesagt bekommen. Also das ist nicht nur eine Theorie, das ist Fakt. Es gibt ja Bestätigt, ja, tatsächlich okay. auch Pläne, die man einsehen kann. Ah. Bei mir ist nur der, also es gab auch einen Namen dazu, quasi, wie soll ich dazu sagen, der Projektname, der war ursprünglich ein anderer und das Endprodukt war halt Symbolika. Jetzt muss ich wieder gucken. Ja, jetzt hast du uns heiß gemacht. Jetzt will ich wissen, was haben Jetzt, die denn da geplant? irgendwas, das war irgendwas mit, das hat ja alles so seine Geschichte, ne? Das Schloss an für sich und auch Pardos und so, jeder hat da irgendwie sein Schloss und hast du nicht gesehen und seine Welt und. Ja, was mich auch verwundert hat, früher auf RTL, auf Super RTL, im deutschen Fernsehen, lief die Serie Symbolika. Ne? Also es Efterlings eigens produzierte Serie lief einfach im deutschen Fernsehen. Ja, ich weiß nur nicht mehr, wie war der Projektname? Irgendwas mit Hof. Hof? Ja, irgendwas mit Hof. Hofnarr? Nee, und zwar hatte das Schloss, also quasi dieser ganze Ride, hatte quasi irgendwas mit Hof im Namen. Ja gut, sehen wir mal vom Namen hinweg, aber was sollte das werden? Und warum Ja. größer? Was genau Ja, und sollte für da sich war das größer? größer geplant. Auch der Transport der Gäste Also, war anders geplant. höhere So wie man das Kapazität aus quasi. den, ja, und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt Disney ist oder Universal oder so, da gibt es ja auch diese Trackless, Dark ja, Ride. diese Trackless, ja, Rides, aber. Das sind andere Fahrzeuge mit so riesige Ärmel mit Ja, ja, Bremsen drauf. ja. Hier zum Beispiel in Universal. Ja, Mit Harry Potter, dem Dark Ride. genau. Und so hätte das auch Echt? nennen sollen. Ja, Oh genau. mein Gott. Okay, das ist echt schade Und jetzt. also ich Boah. habe da tatsächlich auch Bilder gesehen von dem von Plänen. Und ja, Boah. das ist kein Witz, das ist auch keine Spekulation, das ist halt wirklich Fakt. Okay, das ist krass. Ja, wenn ich den Namen hätte, Boah. wäre das vielleicht etwas besser, aber komm gerade nicht drauf. So, aber jetzt musst du dir mal vorstellen, ne, die hatten diese Pläne jetzt, aber man hat sich umentschieden und das Produkt ist trotzdem mega krass. Einfach mega heftig geworden. Ja, das stimmt wohl. Und wer weiß, wenn irgendwann, ne, der Park wieder richtig boomt, ohne das C, Ja, wer ja. weiß, ob die das dann trotzdem noch umsetzen.
Wer weiß, ja. Das jeder Park hat seine Schubladen, ne? Und dann landet mal da was drinnen und manchmal zieht man es wieder raus. Ja, so ist es. Und so entstehen halt auch neuartige Attraktionen, ne? Weil ich meine, so ein Europapark, der hat wahrscheinlich Schubladen voll bis die nächsten 50 Jahre. Weil die natürlich auch mehr Insider-Infos haben, was denn so möglich ist bald, ne? Genau, so ist es. Und die sind halt vorbereitet für so Sachen, also die großen Parks. Weil, ja, was momentan, wenn wir jetzt hier reden, was ja im nächsten Keller so entsteht, das kann unser Kopf noch nicht fassen. Ja, ist so. Ne? Also wie gesagt, mein Vermieter, der hat zum Beispiel, und gut, ne, ich muss ja nicht sagen, wo der arbeitet und so, aber der hat gesagt, dass bei ihm in der Firma, wo auch immer der jetzt arbeitet, hatte im Keller mal was gesehen, was er eigentlich, glaube ich, nicht sehen sollte. Ne? Ah ja, okay. Und das war tatsächlich ein Hologramm, ein richtiger Hologramm. Mit der neuesten Technik. Ja, ja. Und das war einfach mitten im Raum und er konnte da rumlaufen und das mit seinen Händen berühren und steuern. Ja. Ja. Ne? Ja, der sagte, da geht schon einiges ab, was wir alle noch nicht wissen. Ich habe immer neue Infos, um mal kurz rein zu crashen. Au! Ja. Das Ganze sollte Hartenhof heißen, Reich der Fantasie. Die Artworks sind ähnlich zum jetzigen Symbolika-Schloss, aber größer. Quasi da, wo jetzt, ich könnte dir einfach auch die Bilder mal schicken. Ich google gerade Hartenhof Efteling. Ja. Ah ja, warte mal. Guck mal bei Bilder, bei Google Bilder. Ja, jetzt sehe ich, also das Schloss sollte also einiges größer werden. Guck's dir mal genau an, dann siehst du auch den Eingang, so wie er heute ist. Ja, ja, der Eingang in der Mitte. Nur halt, dass auf der rechten Seite das deutlich größer und länger ist. Ja, ja, in beide Richtungen. Ja. Ja, aber man erkennt jetzt zum Beispiel auf der linken Seite, also für die Zuschauer jetzt, es tut mir leid, aber auf der linken Seite ist dieser höhere Turm mit diesen, mit diesen kreisrunden Fenstern. Der ist jetzt tatsächlich auf der rechten Seite gelandet. Und dann in der Mitte sollte eine riesen Kuppel sein. Ne? Das wäre wahrscheinlich riesig, dann... ja. Oh mein Gott. Okay, das habe ich echt nicht gewusst. Ja. Oh, es gibt sogar ein Modell. Fabi. Ein offizielles vom Modell. Hartenhof? Ja. Das ist unter Google Bilder. Genau, also wenn ihr zuschaut und ihr habt die Möglichkeit gerade zu gucken, googelt einfach mal Hartenhof Efteling und da seht ihr die Pläne, wie das Ding eigentlich aussehen soll. Lol, das flasht mich gerade selber. Ja. Hä? Aber ich sehe noch kein Bild von den... Doch, ich sehe das Fahrsystembild. Alter, was? Ja, ich sag's doch. Alter, was? Bitte? Alter. Okay, das... So halt das wie in den großen Parks, ne? Das Ding hätte echt Kapazität boah. Leckt mich am Arsch. Es gibt sogar Bilder. Also ihr wisst ja alle, wie so ein Arm aussieht, ne? Von dem wir gerade reden. So ein Roboterarm, wo dann halt eine Gondel drauf ist. Oder wie in dem Falle hier vom Efteling, ein Arm mit drei Reihen A9 Sitzplätze. Hast du den Streckenverlauf gesehen schon? Ja, jetzt. Oh. Ja, da hast du tatsächlich mehrere Touren. Ah, nee, eine Doppelladestation. Also hier unter Loopings, ne? Siehst du das? Ja, genau. Also man hatte sehr konkrete Pläne zu dem Ride. Deswegen bin ich etwas überrascht, dass man dann doch plötzlich... Aber viel länger ist er nicht, Fabi. Also... Von der Länge her nicht, aber die Art und Weise, wie dieser Ride absolviert würde. Anderen Fahrsystems hat man wahrscheinlich auch eine kleinere Fläche dann gebraucht. Genau. Also ich glaube, die Szenerien und die Story wäre das gleiche. Ähnlich, ja. Und die Thematisierung an sich, siehst du ja am Palast, ne? Aber ja,
Da hat man sich tatsächlich kurz mal umentschieden, weil ja, sowas ist teurer, klar. Aber auch nochmal früher und heute, und das finde ich am Fest Efteling so unglaublich faszinierend, da ist seinem Stil immer treu geblieben. Ja, boah, also ja, ja. Dem Stil von Anton Bleek heißt er, glaube ich. Mhm. Das und zieht sich durch den ganzen Park und jedes Gebäude passt. Es passt einfach, ja. Ja, genau. Anton Peak, so hieß er. Mhm. Und dessen Stil hält man auch heute noch bei. Also das sieht man ja auch jetzt an der neuen Attraktion im Efteling. Es ist immer noch dieser eine Stil. Und das finde ich echt toll. Ja. Genau das macht Efteling genau zu dem Park, was er nun mal ist. Genau. Es ist dieses richtige, ja, Oldschool halt. Also, ne? Ja, dieses Efteling-Gefühl einfach. Ja, das kann man nicht beschreiben, da muss man gewesen sein. Das geht kriegst halt du nicht in diesem Park. Nee. Ich meine, ja, ich kenne natürlich inzwischen auch ein paar Thrill-Seeker, die sagen, ja, Efteling ist nicht so meins. Das kann gut sein, kann ich vielleicht auch verstehen, wenn man rein auf Thrill aus ist. Ja, ja, klar. Ich fühle mich sehr wohl in diesem. Aber man kann auch mal ein bisschen abschalten, also ein bisschen runterfahren. Und ich meine, Baron ist jetzt auch nicht ohne, man kann sich's geben. Ne? Und einfach mal vielleicht dem anderen mal eine Chance geben. Genau, und Efteling ist, wie gesagt, in meinen Achten einer der wirklich besten Freizeitparks, wo du dich verlieren kannst, so. Ja, aber ich muss auch sagen, so von den Parks, die ich bisher besucht habe, ist Efteling wahrscheinlich so meine Nummer 1. Mhm. Einfach vom Gefühl her. Warum? Keine Ahnung. Ich meine, Europa-Park bietet dir nochmal etwas mehr, auch was Hotels und Luxus und Service angeht. Und dennoch sage ich ja, mag Efteling doch sehr gerne. Aber vielleicht auch, weil ich nicht so oft da bin. Lol, und zufälligerweise läuft jetzt Symbolika im Hintergrund. Ja. Boah. Ja, aber ist halt so. Und ich meine, mein allererster Efteling-Besuch, ne, den habe ich ja auch direkt mit dem Vlog kombiniert. Und da sieht man meine Reaktion drauf, wie ich einfach nicht mehr drauf klarkomme und dass ich am Ende des Tages mega, wo ich gesagt habe, Alter, du verlässt diesen Park, verzaubert, einfach. Ja, ja. Ja, du bist, ja. Oh, es gab sogar einen Prototypen schon für dieses Transportmittel für Efteling. Echt? Ja. Lul, boah, das wäre echt was geworden. Warte, ich schick dir mal so ein Bild. Ja, schick mal. Entschuldigung für die Leute, die zuschauen, aber ihr könnt ja auch ein bisschen recherchieren. So, hier, bitte. Das ist quasi so ein Prototyp Arm. Aber da sieht man die Ausmaße. Ja. Ne? Das wäre wahrscheinlich ein sehr tolles Erlebnis geworden. Durch die Bewegungen auch und so. Ja, aber wie gesagt, ich bin auch froh mit diesem Symbolika. Aber jetzt hast du mich heiß gemacht und jetzt würde ich echt gerne wissen, wie das geworden wäre. Ja, ne? Ja, wer weiß, vielleicht kommt sowas irgendwann noch. Ja. Ich denke jetzt nicht in den nächsten Jahren, weil der Park hat wahrscheinlich auch im Moment finanziell etwas zu kämpfen. Jeder Park mittlerweile, ja. Ja. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Hartenhof. Hammer. Ja. Ja, krass. Wieder was gelernt, ne? Ja, jetzt haben wir alle ein bisschen was gelernt. Ja, mit so einer krassen Story verlassen wir euch jetzt, glaube ich. Mit der ersten Ausgabe mit Fabi tatsächlich. Und du wirst uns jetzt ein bisschen länger begleiten, hoffe ich mal. Ja, gerne. Also ne? Andi hat ja gefragt, er sucht nach einem Partner, mit dem er vernünftig quatschen kann. Ja, bis jetzt hat mit keinem geklappt oder funktioniert. Schade. Können wir gerne mal ausprobieren. Ja. Aber ich muss sagen, es läuft besser, als ich das vermutet hatte. Ja, ich hab's dir gesagt. Eine kurze Sache muss ich doch noch loswerden. Aha. So kann ich jetzt den Stream nicht verlassen.
Das ist kein Stream, das ist ein Podcast. Ach, entschuldige, ja. wir wollten ja nicht nur schlechte Dinge erzählen. Über Blobster. Ach so, ja. Fast nur negative Sachen aufgezählt. Das hat mich halt getriggert. positive Dinge über Blobster sind zum Beispiel, sie können sehr gut thematisieren. Ja. Und sie machen nicht nur 100% Kindersachen, wie man in letzter Zeit gesehen hat. Nee. Vor allem, wenn man dann mal nach Depane guckt, Ride to Happiness, das ja. ist unfassbar, was die da gemacht haben. Das ist wirklich. Sind viele begeistert. Also auch, ja, die Q-Line ist wahnsinns thematisiert. Oder was auch Andi jetzt gesehen hat, das Wikiland. Ja, das hat mir sehr, 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 sehr schön gemundet, ja. Alles sehr hübsch gemacht und ich denke, da wird auch in Zukunft noch vieles Tolles kommen. Und darauf freue ich mich auch. Ja, mit Sicherheit kommt da noch ein tolles so Produkt. Auch, so kann ich jetzt auch beruhigt in Stream gehen. Nicht zu vergessen auch das Halloween-Event, das sehr, sehr... Ja, sehr ja. Das ist cool. Ja. Also generell, wenn ein Park Halloween-Event anbietet, weil es ist nochmal was anderes und es lohnt sich dann doppelt, mal im Jahr vorbeizuschauen. Mal in der normalen Season, dann in der Halloween-Season. Ne, wie gesagt, auch mit dem Moviepark, das ist eine komplette Veränderung von 17.59 Uhr auf 18 Uhr. Dann geht es richtig zur Sache. da ändert sich die Grundstimmung und der Park ist ein anderer. Es ist halt so, ne? Aber ja, klar, ich will auch jetzt nicht diesen Podcast verlassen, ja, ohne zu sagen, dass Phantasia auch ein paar tolle Produkte hat, ja. Oh, ja. Ja, zum Beispiel Klugheim an sich ist mega schön geworden. Dann haben wir natürlich auch noch die Winyas-Bahnen, die ich sehr gefeiert habe, die 2002 geöffnet wurden. Die habe ich mega extrem gefeiert. Indoor-Coaster generell, ja, an sich feiere ich ja. Wie gesagt, Winyas waren schon immer meine Favoriten gewesen. Und auch ja, zu guter Letzt jetzt natürlich auch Rookbook mit Fly und mit dem Hotel, das wir uns hoffentlich auch mal bald angucken können. Ja. Ein Wahnsinnsprodukt. Das ist wirklich, also da ziehe ich wirklich den Hut. Dampfdorf. Ja. Dampfdorf, genau. Nee, Dampfhausen hat er gesagt. Dampfhausen. Ja. Das erinnert mich an Dampfhausen. Nee, aber wie man sah, wie man sieht und hoffentlich auch erkennt, hier auf Parktube hat es auch ein bisschen getriggert, ne, das ganze Thema. Aber da muss ich leider noch hinzufügen, dass meine Pläne zu diesem Studio, was ich jetzt habe, schon vor Rookbook überhaupt entstanden sind. Ne? Und das ist eben das, was mich so fasziniert, dass eben dieser Stil genauso quasi hier entstanden ist. Ja. Zeitgleich, ja. Ne, aber eben ohne Einblicke zu haben, was im Phantasialand abgeht. Ja, aber wie gesagt, tolles Produkt mit dem Vekoma, vor allen Dingen Flying Coaster, Lounge Coaster. Auch da ziehe ich meinen Hut vor. Meine Lieblingsachterbahn momentan auf Platz 1 Fly, weil eben dieses, das ist ein Erlebnis, das machst du nicht jeden Tag. Vor allem nicht, wenn du keine Jahreskarte hast. Ja. Ja, also damit hat wahrscheinlich das Phantasialand auch wieder einen Meilenstein gesetzt, auf jeden Fall. Mhm. Auch eine ordentliche, wie soll ich das sagen, ein ordentliches Signal an die anderen Parks. Mhm. Ja, Vekoma hat damit auch für sich selbst wahrscheinlich zeigen wollen, Leute, schaut her. Mhm. Hat schon im Trips Drill gezeigt, guckt, wir können auch gute Bahnen bauen und das haben sie dann wahrscheinlich mit Fly nochmal bestärkt. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall, jetzt kann ich auch beruhigt den Podcast verlassen. Sehr schön. Nee. Jetzt haben wir beide ein reines Gewissen. Ja. So, jetzt können wir gut schlafen. Nee. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du jetzt beim allerersten Podcast oder deinem allerersten Podcast, ja, den bei mir verbracht hast. Ich sehe schon deine Podcast-Karriere, wie sie steiler und steiler wird. Ja. Also ich habe erstmal vor, keinen eigenen zu produzieren. Ja, warum nicht? Ne? Ich meine, erstmal fangen wir hier ein bisschen an. Dass ich überhaupt mal an die 10. Ausgabe komme, nach
70 Jahren. Ja, gut. Wie gesagt, irgendwann hat man keine Motivation, wenn man keinen richtigen, naja, sag ich mal, einen Gegenspieler hat, ne? Ja, glaube ich. Ich meine, Tennis spielen alleine ist auch ein bisschen doof, wenn da nur eine Wand davor steht, die dir nicht antwortet. Ja. Doof. Ja, das glaube ich. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dann hören wir dich tatsächlich auch in der nächsten Ausgabe, bei der 10., bei der Premiere, ja, die 10. Ausgabe. Ja, würde mich freuen, ja. Und da auch, hoffe ich mal, mit ein paar spannenden Themen, wo wir beide auch was zu erzählen könnten. Ganz bestimmt. Gut, Fabi, Amusement View, vielen Dank. Yeah. Wir hören uns dann demnächst. Und ja, dein letztes Wort an die Gemeinde Parktube. Bitteschön. Boah, mein letztes Wort, hat mich gefreut und man hört sich bestimmt hier bald wieder. Genau. Auf Wiedersehen. Danke, Fabi. Und jetzt auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören hier auf Parktube bzw. dem YouTube-Kanal oder tatsächlich hier auf Spotify, je nachdem, wo du es hörst. Vielen Dank fürs Dabeisein und ja, die Leute, die gerade auf YouTube zuhören, du kannst auch diesen Podcast auf Spotify hören. Das heißt auch, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, einfach mal die Spotify-Liste aufmachen und First Drop to Dog suchen. Da wirst du auf jeden Fall fündig. Da gibt es dann immer synchron zu dem Parktube-Video dann auch den Podcast auf Spotify. Genau. Und auch andersrum, die Leute auf Spotify, ihr könnt es auch auf YouTube hören. Das ist gar kein Problem. Parktube macht es möglich. Aber auf jeden Fall, ich freue mich, dass du dabei warst. Bis jetzt tatsächlich. Und ich hoffe, ich kann dich oder ihr beide, die ihr gerade zuhört, oder ihr drei, je nachdem, und der da hinten, der da auch gerade winkt, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, hier bei First Drop to Talk. Ich bin Andi und Fabi. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind jetzt raus. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.